Ja, erstmal herzlich willkommen zum Mod & Koi Blog, auch ein Teich, wo wir schon sehr viel am Bloggen waren. Ein Teich von Jürgen Kirchner erbaut vor einigen Jahren. Ich habe gerade gefragt, wie groß ist er? 80 Kubik? 60. Wird auch nicht größer, der Teich. Also dann belassen wir es jetzt bei den 60 Kubik. Und wissen Sie, was ich an der Deko ganz besonders geil finde? Also nicht Deko, an der Bepflanzung. Das hat eigentlich nur immer grünes Gehölz. Sprich, Sie gucken im Winter, im Sommer immer das Gleiche im Prinzip an. Natürlich in einer etwas anderen Grünung, aber also in unterschiedlichen Grüntönen. Aber man guckt nie auf die in Anführungszeichen toten, skelettartigen Bäume. Und ich muss sagen, ich liebe Ahorn, aber wenn ich jetzt den ganzen Sommer auf meinen Riesenahorn schaue, da ist den ganzen Winter auf meinen Riesenahorn schaue, da ist kein Laub drauf, das macht einen irgendwie noch schwermütiger, als man normalerweise im Winter ohnehin schon ist. Und von daher, das finde ich hier mega gelungen. Man hat viele Kiefern, hier die große Mädchenkiefer, hinten der Kirschlorbeer. Und ja, das ist einfach geil. Und dann noch die Farbkleckse im Teich. Also das finde ich richtig, richtig, richtig geil. So, wir sind hier eigentlich hergekommen Mitte, ich muss jetzt die Hände in die Hosentasche machen, Mitte März, um etwas hier mediterranes Klima nahe Frankfurt. Nahe Frankfurt ist übrigens richtig warm. Ja? Also die haben häufig auch noch mal ein bisschen mehr Temperatur als wir im Süden unten. Und wir haben jetzt, wie gesagt, 18. März ist heute und wir haben 2,5 Grad mittags um 12:30. Tim nickt nur. So, und es liegt Schnee noch auf der Kiefer, also das ist furchtbar. Und als wir reingekommen sind, sagt Peter zu mir, gerade eben habe ich in den Teich geguckt, heute ist ein Fisch gestorben. Aber er ist noch drin, ich habe es gerade eben vorher erst gesehen. Dann sagt er, das ist jetzt witzig, der kommt jetzt gerade zum Fressen. Und dann komme ich und dann liegt da hinten im Eck liegt ein Ginrin Tanschoshowa auf der Seite und ja, hat irgendwie signalisiert, dass er nicht mehr will. Aber wie er mich gesehen hat, plötzlich ist er wieder da gestanden wie eine Eins, hat angefangen rumzuschwimmen. Wie gesagt, vielleicht hat er gerade vorher auch gefressen. Jetzt funktioniert er wieder, jetzt geht er wieder. Und keine Angst, das hat jetzt nichts mit dem Energiemangelsyndrom zu tun oder. Die Fische sind hier auch gut ernährt worden im Winter, das sieht man auch, die sind nicht abgemagert. Einfach das kalte Wasser und wir haben hier auch noch, weißt du schon, wie kalt das Wasser ist? Ja. 6 Grad. 6,5 Grad ist einfach eine scheiß Temperatur. Der Fisch hat nichts, der hat weder einen Tumor, noch hat er eine Rötung, noch einen Schleimüberzug. Wenn die auf der Seite liegen und wenn Sie einmal sehen, und das möchte ich Sie wirklich bitten, wenn Sie einmal sehen, dass ein Fisch auf der Seite liegt und danach wieder schwimmt und er liegt dann wieder auf der Seite, dann fangen Sie bitte nicht an, den rumzuscheuchen und dann, wissen Sie, so mit dem Besen oder manche gehen da mit so einer Hacke rein, um den anzustupsen, um zu gucken, ob er noch geht. Diesen Stress werden die Fische nur schwer verzeihen und da kann es dann wirklich sein, dass denen irgendwann mal die Luft ausgeht. Wir hatten es hier auch schon mal ganz am Anfang, dass der Teich nicht 100% klar ist und dann wurde UV-Lampe umgebaut, der Biofilter wurde umgebaut, am Anfang war auch bewegtes Material, dann war der Teich sehr schön klar und gerade eben habe ich reingeguckt und jetzt hat er wieder so einen ganz leichten Trübstich und dann habe ich Peter gefragt, war der im Winter immer so und er sagte, nee, der war kristallklar und dann sagt er jetzt vor kurzem, wo es so warm war, da hatten wir doch so eine Warmperiode, da hat er angefangen, trüb zu werden. Dann sage ich, das kann tatsächlich eine Algenblüte sein. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Bei mir im Teich, in meinem einen Teich habe ich gestern gesehen, da sind plötzlich innerhalb von ein paar Tagen meterlange Fadenalgen. Also die Algen wachsen auch im kalten Wasser. Wohl etwas schlechter, weil weniger Nährstoffe eingetragen werden als im Sommer und wahrscheinlich wachsen sie ja im Warmen allgemein besser. Aber das ist durchaus möglich. Übrigens, der agilste ist jetzt der, der vorher sterben wollte. Auch witzig. Ja, und ansonsten haben wir es hier halt mit einer Teichform zu tun. Und das ist halt immer die Strömungsthematik und Problematik, der relativ schwierig zu durchströmen ist. Also der Kot ist schwieriger zum Bodenablauf zu befördern. Aber das ist halt, wie hat der Gerhard gerade vorher, wo wir waren zum Blocken in der Koi Lodge, wie hat er gesagt, ein Tod musste sterben. Und das ist in der Tat so. Also wollen wir alle kreisrunde Teiche mit einem 200er oder 400er Bodenablauf in der Mitte? Nein, das wollen wir auch. Gucken Sie mal. Nein, das sind keine Kissen, das ist Schnee. Furchtbar. So. Und hier haben wir den Teich, die Kiefer, Traum. Obertraum. Und jetzt schauen Sie mal rein. Sie sagen jetzt, wo ist denn der Teich trüb? Aber soll ich Ihnen was sagen? Schauen Sie rein. Und wenn jetzt Peter nachher hier in die Kamera schaut, man sieht es jetzt aber auch hier,
Die Fische am Boden wirken grün. Siehst du das, Tim? Hallo. Ja. Da ist die klassische Algenblüte drin. Und Peter nickt jetzt auch. Und das trübt die ganz leicht ein. Und das ist wirklich die Thematik, die wir ganz oft haben. Viele Teiche haben die Algenblüte leicht. Achten Sie drauf, wenn Sie irgendwo Schaum haben. Zum Beispiel im Skimmer. Ist der Schaum grün? Ist er weiß? Nehmen Sie ihn mal in die Hand, zerreiben Sie ihn, dann merken Sie das. Und das ist so die typische, ich habe es ja auch schon oft mit beschrieben, wenn Fische, das geht jetzt bei dem Wetter nicht, wenn die Sonne reinscheint, die haben so einen Heiligenschein um sich rum. Wenn im Prinzip das abgestrahlte Licht, das reflektierte Licht dann im Wasser wieder von der Algenblüte reflektiert wird und wenn dann der Schleier grün ist. Und der hier, wo jetzt in der Mitte schwimmt, der lag quasi regungslos auf der Seite, als wir gekommen sind. Aber für den garantiere ich, dass er im Sommer topfit ist. Nicht? Nee, man kann für Leben nicht garantieren. Aber der hat zumindest momentan nichts, was einen irgendwie beunruhigen müsste. Und wir haben hier auch die Situation mit der UV-Lampe. Das war auch was, ich weiß jetzt gerade gar nicht, jetzt ist ja ein Metallrohr drin, gell? Im Okay, also ist in der Evo Blue Light mit PE-Gehäuse. Das muss man jetzt gucken, ob da die richtige Literzahl durchgeht. Aber wie gesagt, in vielen Teichen kommt es zu so einer leichten Algenblüte. Die kann zwar von der UV-Lampe zurückgehalten werden, aber nicht komplett abgetötet. Und das ist hier der Fall. Das ist jetzt nicht mega trüb. Ich glaube, viele werden froh, ihren Teich wäre nur so trüb. Du etwa auch, du nix gerade so eifrig. So, also, und wir waren hier in der Gegend und dann wollte ich bei meinem Freund Peter und Sandra mal wieder vorbeischauen und ihnen natürlich den tollen Teich zeigen. Das ist mega. Peter ist übrigens Eintracht-Fan. Wie hat Gerhard gesagt, was habe ich vorher gesagt? Ein Tod muss sterben. Und Tim ist Stuttgart-Fan, guckt sich jedes Spiel an und ich habe vorher zu Tim gesagt, als wir reingekommen sind, wenn er irgendwas kaputt machen kann, soll er es machen. Das ist übrigens ein saugeiler, teurer Kohaku von Konishi. Und er ist hierher gekommen und hat ganz stark einen Nibanhi bekommen. Das sehen Sie vielleicht hinten am Rücken. Und witzigerweise, im Winter verliert er es und im Sommer wird es wieder mehr. Wir kennen da einige Fische. Den einzigen Trost, den ich in so einem Fall spenden kann, ist der, dass diese Koi die rote Zeichnung eigentlich nie verlieren. Körper ist top. Aber man sieht, die Fische sind wirklich noch im Wintermodus. Und mit dem März 6 Grad ist wahrscheinlich auch immer so. Tim, ich will nur wissen, gibt es irgendwas Auffälliges an den Wasserwerten? Also, dann machen wir nachher noch einen Block zu den Wasserwerten. Hier unten übrigens ein ganz geiler Genrinkoyo, der jetzt gerade am Hochkommen ist. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schauen Sie mal wieder rein, wenn Sie nichts anderes zu tun haben. Und wenn Sie was anderes zu tun haben, dann kann das warten. Schauen Sie erst Modern Koi. Bis die Tage und tschüss.